Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem neuen Undertale-Fangame. Ja, die gibt's tatsächlich auch noch. Wir spielen heute Nightmare Tale. Von, ich weiß nicht genau, wie man den Creator ausspricht. Abigamer 123. Co-Owner ist Pixel Grey, ihr seht's da rechts. Guter Start ins Video. Ja, an sich, vielleicht hat irgendjemand von euch von meiner Pokémon Emerald Randomizer, als ich mir noch selber Strafen gegeben habe, The World's Hardest Game geguckt. Dieses Spiel ist so ziemlich dasselbe, nur im Undertale-Design. Dementsprechend wird es wirklich sehr lustig für mich. Ich weiß selber nicht, warum ich mir das antue. Ja, an sich, ich werde hier jetzt einfach ein Stündchen zocken, egal wie weit ich komme. Ich kann euch jetzt schon sagen, wie es ablaufen wird. Und zwar werde ich zunächst relativ entspannt sein. Also ich habe auch schon ein bisschen mal angezockt. Die ersten paar Stages bei Sans habe ich schon geschafft. Das wird aber nicht gespeichert. Also, wie gesagt, man kann es irgendwie speichern, aber da verzichte ich drauf. Höchstens, wenn ich Sans schaffen sollte, gucke ich da mal, wie ich das hinkriege. Ja, ich würde einfach sagen, also der Verlauf wird so aussehen. Am Anfang werde ich relativ entspannt sein, die Dinge vielleicht noch relativ schnell schaffen. Mit der Zeit geht die Motivation dann immer mehr und mehr runter. Man wird sich fragen, ob ich eigentlich schon schlafe und die Figur sich nur von selbst bewegt. Und irgendwann, wenn ich eine halbe Stunde die Schnauze gehalten habe, fliegt ein Stuhl oder sowas. Das ist mein Predict. An sich, das Spielprinzip ist nicht schwer. Man könnte offline spielen. Ich weiß meinen Game-Token nicht auswendig, deswegen. Ich hoffe, hier Abigamer und Pixel Grey. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich denke, das passt. Multiplayer soll das Spiel noch bekommen, hat es aber noch nicht. Derzeit gibt es Nightmare Sans, Flowey, wofür man aber Sans besiegen muss, Undyne, wofür man Flowey besiegen muss, neu durch das neueste Update, und Napsterblook. Yo. His endless crying is your suffering. Difficulty. What's to cry about? Jetzt mal im Ernst, wenn irgendwie schwierig, meh. Und hier, Sans, easy. Ich habe Sans, wie gesagt, schon angezockt und uff. Am Anfang geht's voll klar, auch wenn ich trotz... Irgendwie habe ich das Gefühl, die Stages sind nicht so nach Schwierigkeit sortiert unbedingt. Nebenbei so eine Undertale. Oh nein, es laggt noch mit der Aufnahme. Das wird's richtig mies machen. Man darf sich nicht einmal treffen lassen. Die Aufnahme hilft mir, indem sie noch Lex dazu gibt. Also ich bin, glaube ich, bis Stage 7 oder so schon gekommen bei Sans. Bei der hatte ich dann keinen Bock mehr. Ich bin noch... Okay, ich nehm's zurück. Die Raiders werden nicht lange auf sich warten lassen. Vor allem jetzt, wenn ich eben durch irgendwelche... Okay, man muss sagen, dass aber eigentlich alles verzögert läuft und meine Steuerung deswegen... Das Gefühl, es könnte sogar ein Vorteil sein. So, hier kann ich mit Schild spielen. Oh Gott. Jawohl, erste Stage geschafft. Für die Stage habe ich viel kürzer gebraucht, um sie zum ersten Mal zu schaffen, als für die erste. Ich glaube, die dritte war die, wo ich am kürzesten gebraucht habe. Dann kam später ein paar, für die habe ich ewig gebraucht. Oh Gott, diese Knochen hier sind... Sowas kommt einem im ersten Moment über random vor, als die Sache. Und das wird jetzt auch interessant.
Ja, und ich lasse mich mal komplett dumm treffen. Also ihr seht, wie es läuft. Ich werde einfach so weit spielen, wie ich in einem Stündchen komme. Jawohl. Die Stage ist halt irgendwie einfach random. Ich hab die letztes Mal gelöst. Ich glaub halt, die sind echt random. Genau so hab ich sie gelöst. Oh Gott, für die hab ich letztes Mal ewig gebraucht. Aber ich glaube, ich hab die Taktik jetzt eher raus. Und ich hab's verkackt, oder? Was? Ich wurde getroffen? Oh Gott. Die Stage macht aber auch nochmal ganz extra viele Lags. Aber wenn das hier schon die Stage war, bin ich glaube ich doch nur bis zur 5 gekommen und nicht zur 7. Oder? Ich überlege gerade, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, es kommt eine noch, die wird richtig geklappt und die hier ist schon schlimm. Allein dieser Anfang. Bei diesem Anfang sterbe ich so oft. Ihr könnt euch auch die Texte durchlesen, da habe ich nicht so die Zeit hier. Dieses Video hat natürlich eine Warnung, könnte ziemlich salzig werden. Ja, das hat jetzt natürlich perfekt gewirkt, als wäre es für einen Comedy-Effekt, das Geräusch gerade mit salzig werden am Wasser. Ich glaube, das Video wird doch lustiger, als ich dachte. Ich habe gerade 5 Minuten oder so Gameplay und habe jetzt schon keinen Bock. Aber okay, die ersten Stages liegen gut. Ich kann euch sagen, die dritte Stage ist, glaube ich, echt das Beste, wenn man sich random bewegt. Weil ihr habt gerade gesehen, das war komplett durcheinander alles und ich hab's irgendwie geschafft. Natürlich trifft er mich! Wenn ihr vielleicht öfter sowas sehen wollt, dann lasst doch ein Abo auf diesem Kanal da. Wir nähern uns sicher, langsam aber sicher den 200. Es ist auch schon ein Special geplant, das denke ich ganz cool werden wird. Jawohl! Oh, die Stage gab's ja noch, die hatte ich noch geschafft, aber die ist mies. Ich hatte hier schon so einige Zeit gebraucht. Vor allem diese Knochen, die da so komplett selbst fliegen, die wirken halt auch voll random. Und ich glaube nicht gerade, dass die Lags mir hier einen Gefallen tun werden. Sag mal, von dem habe ich mich nie treffen lassen bei meinem ersten Durchspielen. Also Durchspielen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die nächste Stage die ist, bei der ich dann aufgehört habe. Junge! Wir sind 8 Minuten drinnen! Digga, ich schwöre, letztes Mal sind die doch nicht alle so in der Mitte da rumgeflogen, diese random Knochen. Digga, die fliegen doch nicht! Die sind letztes Mal nicht so geflogen, ich schwöre, ich war da unten doch immer sicher! Dazu noch die Virusmaske, aber ich muss sagen, ich habe einen relativ guten Blick, zum Glück. Ansonsten hätte ich aber auch ganz weit losgemusst. Am Ende passt jetzt sowieso der Ton nicht und ich werde richtig salty. Digga, was sind diese random Dinger? Ich komme ja nicht mal bis zum zweiten Bereich.
Okay, neuer Rekord. Hier muss man sehr genau sein. Ich bin doch nach unten. Das war der erste Tod, der wirklich ein Leck verschuldet war. An sich basiert das Spiel wie die meisten Kämpfe im Genocide echt darauf, das auswendig zu lernen. Hier muss man wirklich möglichst weit runter. Und dann im richtigen Moment zur Seite. Hier noch aufpassen. Ich hab Angst, noch einen Schritt nach oben zu gehen. Oh Gott, ich bin so oft bei der Stelle gestorben, das kann ich euch versichern. Nein, da kommt ja einer von oben! Ich hatte den von oben vergessen. Ich hätt's geschafft. Wir kommen schon langsam in den Bereich, wo das Commentary sinkt. Der Fokus steigt. Der Fokus wird aber auch bald nachlassen. Dann werde ich gefühlt immer am ersten Hindernis stecken, gefühlt die ganze Zeit nur die gleiche Bewegung machen. Also die Steuerung ist an sich ganz simpel, Tastatur, Pfeiltasten. Jawohl, und das ist die Stage, bei der ich es dann aufgegeben habe. Auch die Hitboxen, habe ich das Gefühl, sind hier teilweise sau seltsam. Seht ihr, ich bin gerade nach unten gegangen. Beim ersten wurde ich nicht getroffen, beim zweiten schon. Das meine ich mit seltsamen Hitboxen. Und der Leck macht es nicht einfacher. Das schränkt meine Genauigkeit in der Bewegung ein. Ich bin einmal bis da beim kreisenden Knochen die untere die vor dem Kreis die Reihe darüber war ich, als ich gestorben bin. Da bin ich einmal hingekommen, dann noch ein weiteres Mal zum kreisenden Knochen. Hier, das meinte ich. Ich habe keine Bewegungsgenauigkeit. Hier ist wichtig zu wissen, dass man unten bleiben kann. Hier kann man auch einfach stehen. Man muss da aufpassen, die Knochen sind schneller als man selber. Shit. Was? Nein! Ich war so close! Ja, das ist eben die Sache. Seht ihr?
jetzt lässt mein Fokus langsam nach und ich renne auch wegen der Bewegungsungenauigkeit immer in diesen einen Knochen da. Oh Gott, das war richtig schlecht von mir. Mauszeiger, Mausenbild. Ey, Digga, ich kann mich nur so in... Sorry. Ich kann mich nur so in großen Schritten bewegen. Und dementsprechend habe ich wenig Ahnung. Ich meine, ich habe es schon mal geschafft, ich frage mich aber wie. Ich muss halt, das ist halt das Problem, ich habe halt nur wenig Platz auf der Stage. Und wenn der Platz nicht reicht, sich zu bewegen, ist es halt los. Schick mich, Klaus. Ich muss ein gutes Timing erwischen. Wie? Wie soll ich denn da durchkommen? Mein Timing war doch perfekt. Ich bin einfach gerade nach oben gegangen und werde auf einmal getroffen. Hallo, ich will da halt eine Erklärung für. Die Hitboxen sind in dem Level auch unfair. Und ich war jetzt schon zweimal so weit. Das letzte Hindernis ist nicht so schwierig. Im Moment bin ich noch relativ ruhig, aber... Das hält auch nicht mehr lang. Ich muss warten. Hä? Jetzt machen wir jetzt, ich hab keinen Plan, wieso ich so getroffen werde. Und vor allem, das trifft mich jetzt nicht, ne? Sekunde. So, ich habe ein paar Programme im Hintergrund geschlossen. Achtung, Alarm, das klingt jetzt wie eine Ausrede. Meine Augen haben inzwischen auch schon Probleme, sich zu konzentrieren. Seltener Ausdruck. Aber jetzt mal im Ernst. Ich habe keine schlechten Augen, aber ich sehe übel verschwommen, auch weil ich erst vor voll kurzer Zeit aufgestanden bin.
verändert hat's mich am Leck. Jetzt mal im Ernst, das mache ich gerade so fertig. Ich sehe nur die Hälfte. Ich kann das anscheinend nicht ändern. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Auch bevor ich hier angefangen habe, war das nicht. Aber ich weiß noch, das war bei World's Hardest Game auch so. Versteh's nicht, wieso komm ich da nicht mehr durch? Okay, sprechen verlernen kommt auch langsam schon dazu. Jetzt nicht, oder was? Tot. Ich wollte mich bewegen, aber erst einen Moment später. Jetzt mal im Ernst. Das Gefühl mit jedem Try lassen meine Augen mehr nach. Muss ich das am Ende aus gesundheitlichen Gründen abbrechen oder was? Wenn irgendwer von euch eine Erklärung dazu hat, warum ich hier... Sicher, der feuert sich mal genau in der Mitte. Nee, wenn irgendwer von euch eine Erklärung hat, warum das so ist, würde jeder vielleicht sogar nur ein... Alter, diese Scheiße! Das ist auf der Stage auch noch so eine Sache. Das ist mir schon als ich letztes Mal probiert habe aufgefallen. Wenn man irgendwie dann weiterkommt und salzig wird und noch schnell machen will, wird man so oft getroffen, weil man direkt halt losrennt. Da halt in der Reihe ganz links von dem Knochen, der da direkt hingeht.
Okay, ich weiß, dass das liegt daran, dass ich wirklich so ein Fokus auf das Herz lege. Deswegen sehe ich einfach alles drumherum, wie ein Bild verschwommen. Außerdem, das kenne ich, wenn ich draußen bin und am Handy. Ich blinze zu wenig. Was? Die kommen nicht alle auf derselben Höhe, oder was? Ja, die kommen nicht... Guck mal da drüben. Die kommen einer niedrig, einer höher. Die kommen nicht alle auf derselben Höhe, obwohl der Blaster sich nicht bewegt. Auf jeden Fall kommen die nicht alle auf derselben Höhe. Das war vorhin auch das Problem. Das macht's ja noch mieser. Halbe Stunde ist gleich überstanden. Mein Ziel ist es, dieses Stage zu schaffen. Ich hasse es. Ich kann mich nicht genau bewegen. Und dann ist noch die Hitbox komisch. Wobei es inzwischen ein bisschen besser ist mit der Genauigkeit. Aber noch lange nicht gut. Also ich will mal anmerken, dass ich das bisher jeden Try so gemacht habe. Warum es gerade nicht funktioniert hat, würde ich jetzt auch gerne wissen. Ich hab so eine Angst, dass die Hitbox nicht wieder fangen. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Es gab gerade einen ganz kurzen Lag, durch den einfach mein Walter nach oben gehen nicht übernommen wurde. Tot.
in der Mitte, ne? Wir sind inzwischen in der Phase angekommen, in der die Konzentration um 800% nachlässt und ich einfach nur noch schnell durch will. Kombiniert mit den Scheißverzögerungen heißt das so viel, wie wir werden nicht mehr durchkommen. Und mit diesen Hitboxen. Die stehen genau übereinander, aber haben unterschiedliche Hitboxen. Ich wusste, dass ich da reinkrache. Deswegen habe ich eigentlich nur ein kleines Stück mich bewegt. Mann, jetzt warten! Ja, die Hitboxen darf man nicht hinterfragen. Ja, ich musste mich bewegen. Wäre ich gerade nicht zur Seite gegangen, wäre ich auf jeden Fall weiter unten wieder von der komischen Hitbox erwischt worden. Alles klar, das Spiel entfernt sich auch mal langsam. Komm, ich stand doch vorher schon drin. Entweder trifft mich das jetzt oder nicht. Entscheid dich. Aber nicht, dass ich mich erst nach ein paar Sekunden tue. Ich glaube ehrlich gesagt, das war's. Die Hoffnung kann ich aufgeben. Wegen dem Konzentrationsmangel. Jetzt werde ich es garantiert nicht mehr schaffen. Und hier sagt erst jemand, kann nicht währenddessen speichern. Denn dann müsste ich alles von Fans schaffen. Und wenn ich es nochmal probieren will, müsste ich auch die ersten Stages nochmal machen. Ist das jetzt eigentlich ein Deck-Display?
Warum glaube ich nur, die Blaster sind komplett random? Aber wir haben's! Wir haben die Stage davor! Die Stage, habe ich schon gehört, ist komplett random. So, jetzt kann ich eigentlich auch warten, bis ich tot bin, aber... Vor allem kann es sein, dass das mit der Zeit immer mehr werden. Jawohl. Was? Ach so, ich bewege den mit jeder meiner Bewegungen. Wenn ich nach links oder nach rechts drücke, drehe ich damit den Blaster. Nein, ich bin so dumm! Natürlich, dumm gedacht. Aber die Stage halte ich für machbarer als die. Wirklich, das war ein Hit. Ich halte die Stage für machbarer als die, bei der ich so ewig gehangen habe. Außer die Hitbox, die sind gleich. Mann, ich kann nicht drauf schlafen. Digga, wie eng ist denn das am Ende? Wenn der Blaster da einmal hinschießt, bin ich ja komplett raus.
Jetzt mal im Ernst, das Wissen, dass ich den Blaster steuere, ist kein Vorteil. Ja, im Gegenteil, dadurch mache ich noch viel mehr dumme Plays. Boah, jetzt beweg dich doch nicht so weit. Ich bin so eingesperrt. Was ist das? Du kämpfst nicht zurück. Es hat keinen Sinn. Weißt du, diese Zeitlinie ist ziemlich seltsam. Vielleicht erinnerst du dich nicht, was passiert ist, als du die letzte zurückgesetzt hast und die neue betreten hast. Ich lass dich gehen, oder du bleibst hier und hörst mir zu. Ah, du bist also neugierig. Okay, ich erzähl dir, was passiert ist. Wenn du die Zeitlinie geändert hast, ist ein großes Portal in den Ruinen aufgetaucht. Es war Schuld von deinem Reset. Wir wurden alle reingezogen. Es war die Hölle. Es hat unsere Seelen in zwei gespalten. Ich habe gelernt, dieses Gift zu besiegen. Ich bin nur halb ein Albtraum. Bevor du gehst. Rette Papyrus. Ich glaube an dich. Sans, komm! Plead it! Deaths 181. Ich bete einfach, dass es jetzt gesaved hat. Es hieß irgendwie, man soll dazu in den Title Screen gehen. Ich habe jetzt auf Quit gedrückt, weil ich dachte, weil es ja noch einen Screen vorher gab, wenn ich jetzt Sans nochmal machen muss, war es das mit dem Video. Ansonsten machen wir noch ein bisschen Flowey. Wenn es überhaupt nochmal öffnet. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder offen ist. Sehr schön. Es hat gespeichert. Flowey. Dieser Haufen Blüten hatte schon bessere Tage. Das wird mich auseinandernehmen. Nee, echt jetzt. Wie habe ich das gerade gemacht? Ja. Diagonal bewegen ist ohnehin Abfall. Thank you.
Digga, das wäre ohne die Hindernisse schwer genug. Also das war eine Spiegelung, ich habe mich gewundert, weil hier es auf einmal geleuchtet hat in der Maske, lol. Das ist der Schweiß. Wie soll man da durchkommen? Ja, diagonal hat nicht geklappt. Digga, wie kommt man da durch? Und dann sehe ich noch da unten. Zehn Minuten noch. Ich habe mehr geschafft als erwartet. Jetzt mal nennst du, kommt man da durch. Jawohl. Ich glaube, ich steuere die schon wieder selber tatsächlich. Aber komm, die Stage ist machbar. Ich glaube, die aimen immer auf mich. Thank you.
Ich glaube, die Stage schaffen wir heute nicht mehr. Schade. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist tatsächlich einfacher, wenn man nicht aufhört, sich zu bewegen. Ja, aber ich mache schon mal hier nebenbei ein kleines Fazit. Wir haben mehr geschafft, als ich dachte. Es war weniger salzig, als ich dachte, auch wenn es zwischendurch schon ziemlich aua war. Es hat auch überraschend viel, will ich jetzt eigentlich nicht sagen, weil das gemein klingt, aber es ist eigentlich so, es hat überraschend viel Spaß gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann noch eine weitere Folge kommt, in der wir dann Flowey angehen. Also angehen tun wir ihn jetzt schon, aber wir werden ihn ja nicht schaffen, ne? Das ist, denke ich, keine Frage. Ja, hier mein Mauszeiger. Ich glaube, die schießen immer gleich, oder? Also wäre natürlich cool, wenn wir die Stage noch schaffen, aber oh, ich rechne keinesfalls damit. Ah ja, auch gut war natürlich die Musik während dem Sandkampf. Okay, Megalovania finde ich zwar overhyped, aber war ein guter Remix. Your Best Friend, was hier gerade spielt, mag ich halt absolut nicht, auch im Original, deswegen auch dieser Remix nicht gerade. Hier, da hängt man so, da ist so ein bisschen abstehend die Wand da hinten. Deswegen ist natürlich dieser Remix jetzt auch nicht meine Lieblingsmusik. Nein, war das knapp! Ich glaube, das ist halt zum Angucken. Ich sitze einfach stumm da und renne immer wieder und wieder in... Ich sehe aus wie so ein Anfänger beim Undertale-Tutorial, wo Flowey einem sagt, ja, renn in die Kugeln. Und ich bin gerade so der Spieler, okay, oh, bin tot. Aber muss jetzt stimmen, nochmal, okay. Also, man kann zwar nicht sterben beim Tutorial in Undertale. Wenn es ginge. Ich philosophiere sehr komische Dinge. Ich glaube, wir sollten langsam dem Ganzen ein Ende setzen. Ich würde sagen, noch 3 Versuche. 2 Versuche. Okay, ich zähle aber keine Versuche mit, bei denen ich in den ersten 2 Reihen sterbe. Letzter Versuch. Thank you.
Schade. Na dann würde ich sagen, sehr schön. Waren das jetzt wirklich 122 Deaths bei Flowey in der kurzen Zeit? Naja, wir sehen uns vielleicht irgendwann wieder bei Nightmare Tale. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Abo und oder ein Like da. Wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder. Bis dann und ciao.